So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einen wunderschönen guten Morgen an diesem sonnigen Freitag hier in unserem Freitagmorgen-Webinar, in dem wir natürlich wieder über ein paar Handelsideen reden. Wir schauen auf den Ausblick der Nachrichten für die nächste Woche und machen einige intensive Chartanalysen. Also herzlich willkommen zu unserem morgendlichen Webinar hier, präsentiert von Tikme, Ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Mein Name ist Mike Seidel und ich führe Sie wie immer durch das Webinar. Heiße hier auch alle Live-Zuschauer herzlich willkommen. Guten Morgen, Ludger und all diejenigen, die heute im Webinar auch Fragen haben. Scheuen Sie sich nicht, geben Sie hier im Chat in Facebook einfach die Fragen ein und dann können Sie direkt entsprechend auch mit mir kommunizieren hier. Also, ich lade Sie ein, seien Sie offen, nutzen Sie hier die Möglichkeiten, die uns die moderne Technik entsprechend auch mitbietet. Bevor wir in die Charts hineingehen, möchte ich natürlich ganz gerne noch den Risikohinweis loswerden. Der ist natürlich immer obligatorisch. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Aber weil Sie hier mit einem guten Broker auch zusammenarbeiten, gibt es natürlich keine Nachschusspflicht. Das sollten Sie auch wissen. Das sind alles Informationen, die finden Sie auch auf der Website hier von Tikme. Wenn Sie da einfach mal drauf schauen, da finden Sie alle Informationen zum Broker, über die Plattform, über die Instrumente, die Kontoarten, alles, was sehr, sehr wichtig ist. Und Sie finden hier an dieser Stelle natürlich auch jeden Morgen entsprechend den Blog-Eintrag hier heute auch für den 29. Juni. Bis spätestens um 8 Uhr habe ich diese Informationen für Sie immer auch auf der Seite zur Verfügung gestellt, damit Sie hier nichts verpassen und sich auch früh genug auf Ihren Handel mit vorbereiten können, mit interessanten Ideen. Sie sehen es, wir können hier doch auf einiges an Historie mittlerweile auch zurückschauen. Also nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie auch sehr, sehr gerne mal auf der Seite von Tikme vorbei. Und damit würde ich ganz gerne in die heutige Handelsvorbereitung auch gehen. Das kann ich Ihnen ja, wenn Sie mögen, gleich auch nochmal zeigen Blogbeitrag, wie das dann entsprechend ausschaut für diejenigen, die sich das Ganze noch nicht angeschaut haben. Also Sie finden hier sozusagen den Blog-Eintrag immer auf der Seite und wenn Sie dann oben draufklicken, dann kommen Sie direkt in den Blog für den jeweiligen Handelstag hinein und da finden Sie dann die Ausführung. Heute geht es um Euro, Singapur-Dollar, Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken und US-Dollar, dänische Kronen. Die Charts sind natürlich immer Momentaufnahme, die ticken natürlich auch immer weiter, aber die wichtigen Marken bleiben natürlich auch im Chart erhalten und da können wir dann entsprechend auch sehr, sehr schön die notwendigen Planungen für unsere Trades auch mit eingehen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir machen wie jeden Morgen in der Handelsvorbereitung den Ausblick auf die Nachrichten. Was steht heute an wichtigen Dingen auf der Agenda? Zum einen um 10 Uhr gibt es die Änderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland für den Monat Juni. Da gibt es eine Prognose von einem Rückgang über 8000 Stellen. Um 11 Uhr gibt es dann den Verbraucherpreisindex für das Jahr und den Monat Juni. Und dann haben wir heute auch weiterhin das EU-Gipfeltreffen am Laufen. Wir haben ja einige Informationen auch davon schon gestern erhalten, beziehungsweise heute Morgen in den Nachrichten über die Ausgänge zu den Besprechungen bezüglich des Themas Einwanderungen. Also Sie sehen, da kann immer wieder viel passieren. Nachdem der Markt gestern deutlich ins Minus gedreht ist, hat er heute Morgen doch mit einem starken Move nach oben geöffnet, einfach weil der Markt hier etwas erleichtert war über die Sachen, die hier besprochen wurden auf dem EU-Gipfeltreffen. Der Euro ist auch gleich wieder etwas angezogen. Also das sind alles Dinge, wo wir sehen als Händler, da haben die Nachrichten doch deutlichen Einfluss auf die Märkte und deswegen ist es wichtig, dass wir hier immer diese Informationen auf der Uhr haben. Um 8 Uhr gab es die Einzelhandelsumsätze für Deutschland für den Monat Mai. Die waren hier rückläufig gewesen. Sie sehen auch hier, gibt es am Nachmittag noch einige Informationen rund um das Thema Arbeitslosenquote, Verbraucherpreisindex bzw. alles am Vormittag. Für den Nachmittag dann in den USA gibt es die PCE-Kernrate für den Preisindex, also
für das Jahr 2018 und im Monat Mai. Das sind also Dinge, die wir hier im Bereich der Inflation auch immer wieder beachten sollten. Wir schauen auf die Privatausgaben. Der USA-Markt lebt ja auch sehr, sehr stark von Privatausgaben. Dann gibt es um 15.45 Uhr den Chicago Einkaufsmanager-Index und dann um 16 Uhr die Informationen von der Uni Michigan zu dem Thema Konsum, Konsumentenerwartung und Verbrauchervertrauen. Und am Abend gibt es dann wie jede Woche Freitag wieder für die COT-Jünger die Informationen aus den COT-Reports über die Währungen, also im Bereich von Futures, im Bereich der Rohstoffe, also all diese Dinge sehen wir hier entsprechend für diejenigen, die das Ganze miteinander auch sehen möchten. Ich sehe gerade, die Elena und der Heiko sind auch live mit dazugestoßen. Einen schönen guten Morgen an euch beide hier im Besprechung, in der Besprechung der Handelsideen bzw. im Wochenausblick für die folgende Woche. Und damit würde ich direkt auch in die Handelsideen hineingehen wollen. Wir starten hier im MetaTrader mit dem Währungspaar Euro-Singapur-Dollar. Wir haben hier einen Tageschart, der uns sehr schön einen Aufwärtstrend aufweist. Das ist hier hoffentlich für alle schön ersichtlich. Und wir haben gestern im Bereich dieser doch tieferen Korrektur, Sie sehen, der Markt ist hier zurückgerutscht bis in den Bereich dieses Ausbruchs hier um die Marke von 1,57657 rum. Da ist der Markt gestern reingelaufen und hat eine Umkehrkerze gestaltet, wo wir gesehen haben, der Markt lief schon nach oben. Das ist immer interessant zu sehen, weil das sind so erste Anzeichen für das Thema Umfrage der Umkehr der Nachfrage in diesem Bereich. Heißt also hier, wenn wir sehen, dass die Korrektur zu Ende geht, dann nimmt ja der Verkaufsdruck ab und die Käufer gewinnen wieder die Oberhand. Und wenn die Käufer die Oberhand gewinnen, ist es in der Regel so, dass die Preise entsprechend auch steigen. Und wenn wir uns das mal im Stundenchart ansehen, dann haben wir hier auch sehr, sehr schön gesehen, es hat sich entsprechend ein Aufwärtstrend gebildet. Dieser letzte Move hier aus der Nacht hier, wir haben das heute Morgen um 5 Uhr gehabt, da gab es einen starken Up-Move hier in diese Richtung. Der lief dann schon mal rein bis in den ersten Widerstandsbereich, den ich hier im Chart gesehen habe. Das ist natürlich eine Bewegung, von der konnten wir noch nicht profitieren, ganz klar. Aber was wir jetzt halt auf der Uhr haben sollten, ist, wir schauen uns jetzt einfach mal ganz entspannt, ganz in aller Ruhe die Rückwärtsbewegung ein, also die Gegenbewegung zu diesem starken Up-Move und können dann natürlich hier in diesem bestehenden Aufwärtstrend sozusagen aus der Korrektur heraus, also das heißt, wenn der Markt hier nach unten läuft, wieder nach oben rumdrehen. Das können wir sehr, sehr gerne in den 5 Minuten beobachten, das heißt, das können wir gut dazu nutzen, dass wir jetzt nicht unbedingt die Stunde in den Tag handeln, sondern wir können hier noch sogar eine dritte Zeiteinheit in diesen Momenten dazu nehmen. Das heißt, wir können hier beispielsweise die 5 Minuten in die Stunde in den Tag handeln. Und das ist dann spannend. Was sehen wir in den 5 Minuten? Was wollen wir in den 5 Minuten sehen? Wir sehen momentan ganz klar, das ist ein ganz normales Prozedere. Wir sehen in den 5 Minuten die Korrektur der Stunde. Hier hat sich sehr schön ein Abwärtstrend gebildet. Und wenn die 5 Minuten ihren Abwärtstrend beendet haben, heißt also vom Prinzip her, wenn der Markt das Ganze rausnimmt nach oben hin, das kann ich ja gleich an dieser Stelle mal kurz grafisch für Sie darstellen, einen kurzen Augenblick. Ich schneide mir dieses Bild mal eben aus. Geben Sie mir eine halbe Sekunde oder auch ein oder zwei. Wenn wir dann sozusagen hier, wir machen das jetzt einfach mal ganz pragmatisch hier an dieser Stelle, wenn die 5 Minuten hier ordentlich nach unten gelaufen sind, hier sozusagen weiterlaufen und dann haben wir hier beispielsweise diese Trendbewegung und der Markt läuft dann oben drüber, dann haben wir hier diese Stelle, wo erstmal dieser Abwärtstrend in den 5 Minuten beendet wurde und wenn sich dann ein Aufwärtstrend bildet, dann haben wir sozusagen hier einen Aufwärtstrend in den 5 Minuten, der dann wiederum in den Aufwärtstrend der Stunde hineinläuft und dann können wir das sehr, sehr schön drehen. Das heißt, wir haben dann die Umkehr der Nachfrage in der Stunde, dann haben wir die frühe Bewegung nach oben in der Stunde, können also im kurzfristigen Zeitraum auch arbeiten, könnten jetzt rein theoretisch, wenn jetzt die Umkehr der Nachfrage kommen sollte, ja, dann könnten wir jetzt schon sagen, wer kauft denn nach uns? Wenn der Markt hier nach oben läuft, dann haben wir halt hier und hier und hier ein paar Anlaufpunkte, um diese Frage zu beantworten, wer nach uns kauft. Und das Ganze ist dann natürlich
schön, weil wir laufen hier in die Stunde rein. Hier im Hoch der Stunde folgen dann noch die nächsten weiteren Hochs in der Stunde dann sozusagen. Und dann gucken wir in den Tag hinein und dann sehen wir halt, wenn der Tag nach oben läuft, haben wir hier oben schon das nächste Kauflevel in diesem Bereich von 1,59,499 beziehungsweise dann ein wenig drüber, nicht viel weit, aber ein Stück weit weg bei 1,59,819. Und dass diese Punkte auch so weit oder so nah aneinander liegen, hat auch einen Charme, denn wenn hier Bewegung reinkommt in so einen Bereich, dann ist es häufig auch so, dass die Bewegung auch direkt in die weiteren Kursbereiche reinläuft. Und wenn wir mal schauen, die haben jetzt hier um die 1,59,855 irgendwo diese Tageshochs liegen. Schauen Sie, hier liegt das nächste Tageshoch und dann kommt nicht weit weg schon das darauf. Also das heißt, hier könnte es durchaus zu einiges an Dynamik kommen, wenn der Markt stark bleiben sollte und nach oben dreht. Wenn wir hier allerdings, es hat alles ein Aber, das heißt, das wäre die positive Seite nach oben, allerdings ist halt diese Bewegung erst zu knapp 50% korrigiert worden. Das heißt, der Markt könnte ja auch deutlich tiefer korrigieren. Was würde dann passieren? Natürlich, dann hätten wir hier das Szenario, dass der Markt hier oben reingelaufen ist, der Widerstandsbereich hier zu hoch ist und dann haben wir die Situation, dass der Markt vielleicht doch nach unten dreht. Dann haben wir hier untergeordnet einen Abwärtstrend und der könnte dann in die Korrekturbereiche unten reinlaufen. Das heißt, wir haben ja ein paar Tagestiefs hier in der Nähe liegen. Das heißt, einmal hier das Tagestief vom 22.06. Das haben wir unten liegen bei 1,57,472. Beziehungsweise dann schauen Sie hier unten drunter, kommen auch noch ein paar Tagestiefs. Also der Markt hat auf der Unterseite auch noch einige Dinge liegen, die kommen könnten. Das heißt, wir sollten hier erstmal abwarten, was jetzt passiert. Deshalb ist das in meinen Augen auch charmant, wenn man einfach schaut, was die Stunde hier jetzt untergeordnet macht. Und blöd wäre es halt, wenn die Stunde unter diesem Bereich hier unten drunter läuft. Also hier, weil das ist ja natürlich der Bereich des letzten Korrekturtiefs, was wir gehabt haben, damit wäre der Stundentrend gebrochen, dann wäre wieder alles abwärts gerichtet. Das wäre dann nicht so schön. Deswegen können wir hier ganz entspannt und in aller Ruhe abwarten, was an dieser Stelle auch passiert. Gut, damit würde ich ganz gerne in den nächsten Chart hineingehen und zwar in den Chart, was haben wir hier, nehmen wir gleich, den haben wir offen, den Chart US-Dollar, dänische Krone, hier auch wieder schön im Tageschart, weil da auch die guten Bewegungen meistens kommen und die Sachen natürlich auch in den kleinen Zeiteinheiten zum Traden nutzen können. Ich habe den Chart jetzt mal so skaliert, dass wir doch deutlich mehr an Historie im Tageschart entsprechend auch sehen. Das heißt, wir sind hier gut ein Jahr, sogar etwas mehr als ein Jahr zurück. Warum habe ich das gemacht? Weil wir hier jetzt aktuell in einem Widerstandsbereich eingelaufen sind, der hier im Hoch des, was haben wir hier, 7.11.2017 ist das hier oben gewesen. Also der Bereich hier oben um die 6,44 in diesem Drehbereich hier, der 6,44, 6,45 oben, da haben wir eine Situation, wo wir sind, der Markt kämpft so ein bisschen damit. Der Markt will nicht so richtig nach oben raus, hat aber schön Dynamik von unten. Das heißt, wir sehen ja hier, wir haben auch einen schön aufwärts laufenden Trend, aber hier oben ist momentan einfach der Deckel drauf. So, und jetzt ist halt die Frage, was kann hier passieren? Laut den Dingen, die wir hier aus dem Chart ablesen können, sehen wir halt momentan, wir haben innerhalb der Korrektur die Situation ansteigender Tiefpunkte. Und hier oben sozusagen einen Bereich, wo der Markt sich nicht so richtig nach oben raustraut. Das heißt, was wir hier eventuell sehen könnten, wäre die Situation, ich mache das jetzt mal ganz kurz ein klein wenig größer, dass sich hier in diesem Chart ein Muster bildet, das ich persönlich als Kontraktionsmuster bezeichne. Heißt vom Prinzip nichts weiteres, als dass wir hier eine Korrektur sehen. Auch das möchte ich gerne mal kurz einzeichnen, hier in eine Grafik, dass wir hier eine Korrektur sehen, die so in Wellen abläuft. Das heißt, dass wir hier sozusagen flacher werdende Korrekturbewegungen haben und sich hier dadurch die Spannung aufbaut und irgendwann der Markt nach oben rausgeht. Das heißt, wir haben ja ein schönes ansteigendes Dreieck und diese Korrekturen, da gibt es meistens, sage ich mal so, im Optimalfall halbieren diese Korrekturtiefen sich und je nachdem, wie tief die erste gewesen ist, gibt es so 3 bis 4 Korrekturen in den meisten Fällen, wo die Kontraktionen einfach immer flacher werden und dann irgendwann, wenn die Korrekturen flach genug gelaufen sind, dann werden auch die Tagesschwankungen immer flacher und das ist dann das Zeichen, jetzt kommt es hier zum Ausbruch nach oben. Das heißt, die Handelsspannen pro Tag werden auch immer kleiner und das mag das sein, was wir hier eventuell sehen. Wir können natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber wir sehen halt, dass dieser Bereich hier oben momentan doch ein sehr, sehr großer Widerstand ist. Das heißt, es könnte jetzt hier
in diesem Markt tatsächlich dazu kommen, dass wir hier nochmal in diese Bereiche hier unten laufen, um die Vortagestiefs, also das heißt irgendwo hier in dem Bereich von 6,38, 4,29, beziehungsweise könnte der Markt ja sogar noch hier unten reinlaufen, in die 6,35, 6,61, irgendwo in diesen Bereich rein. Das würde dann natürlich nicht der normalen Formation eines solchen Kontraktionsmusters entsprechen. Das heißt, ich persönlich rechne eher so ein bisschen damit, dass wir hier nicht ganz so tief laufen, sondern wenn sich das Muster im Normalfall ausbildet, dass wir hier unten das Tief gesehen haben und dann wieder nach oben drehen. Das wäre zumindest der charmante Weg, der hier gegangen werden könnte. Auf alle Fälle verdichten sich hier die Anzeichen, dass der Markt eher nach oben raus will als nach unten, weil dieses Muster, was wir hier ja auch sehen, das ist natürlich ein sehr, sehr bullisches Muster innerhalb eines Aufwärtstrends. Wenn sich da so ein ansteigendes Dreieck ausbildet, das ist natürlich eine interessante Geschichte, die wir Trader hier sehen. Übrigens schreibe ich darüber auch gerade eine Artikelserie über solche Kursmuster in dem Traders Magazin. Also wer sich da gerne etwas bilden möchte im Traders Magazin, gibt es da gerade eine Artikelserie, wo ich solche Kursmuster auch mal beleuchte, dass wir auch aus den Verhaltensweisen der Charts entsprechend hier bestimmte Dinge sehen. Das sind auch Sachen, die werde ich im Laufe des Jahres auch nochmal in die edukativen Teile hier bei Tickmill auch mit reinnehmen, weil diese Muster, die sehen wir natürlich sehr häufig auch im Forex- und Indexbereich oder bei den Rohstoffen, und da macht es natürlich Sinn, wenn Sie das Know-how haben, diese Muster zu erkennen, damit Sie die Trendverläufe nehmen können. Wenn es hier zum Ausbruch nach oben kommt, dann sind wir natürlich auf der guten Seite, weil wir haben oben hin ein paar Punkte, wo der Markt reinlaufen könnte. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, hier im kleineren Bereich, also ich zoome mal wieder etwas mehr zusammen, wenn wir tatsächlich hier oben ausbrechen aus diesem Level, dann haben wir im kurzfristigen Bereich natürlich hier oben wieder den nächsten Anlaufpunkt bei der 6,47799. Im weiteren Fortlauf, wenn wir uns den Chart hier in der Historie mal anschauen, haben wir die Anlaufpunkte hier. Das ist dann natürlich für das Swing Trading sehr, sehr interessant, dass wir hier im Bereich von 6,535 und hier oben bei 6,69427 einige interessante Marken in dem Chart haben, die hier entsprechend das Ganze nach oben mitverfolgen können, wo wir Käufer finden können, die nach uns in den Markt hineingehen und den Kurs nach oben schieben. Also Sie sehen, das ist ein Spannungsumfeld, was wir hier momentan haben, was sowohl für das kurzfristige Trading als auch für das mittelfristige Trading sehr, sehr interessant ist. Und aus diesem Grund habe ich den Chart heute Morgen einfach mal in die Handelsideen hineingenommen für Ihre Watchlist. Und wenn Sie sich das Ganze mal in der Stunde anschauen, dann werden Sie halt sehen, dass wir hier in diesem Bereich auch immer flacher werdende Korrekturbereiche haben. Das heißt, der Markt, der spiegelt sich hier immer enger zusammen, also der zieht sich immer enger zusammen sozusagen, und das ist halt der Punkt, wo man sagt, je kleiner diese Schwankungsbreiten werden, je weniger sinnvoll ist es natürlich in den kleinsten Zeiteinheiten zu traden. Interessant ist es aber trotzdem für die kleineren Zeiteinheiten, was passiert denn hier an diesen Tiefbereichen, weil da kann man doch schon das ein oder andere Mal, Sie sehen es ja, die haben auch ganz gut gehalten, aus den kleineren Zeiteinheiten den Abprall nach oben hin traden. Und dann sieht man natürlich auch, wenn der Markt hier oben reinläuft, aus diesem Bereich, wo man dann eventuell, wenn der Markt tatsächlich dynamisch drüber geht, dann in den kleineren Zeiteinheiten auch hier sehr dynamische Aufwärtstrends sieht. Und das ist dann der Spannungsmoment, der hier aufgebaut wird. Und der ist dann in allen Zeiteinheiten sehr, sehr gut für das Trading entsprechend auch nutzbar. Und damit würde ich gerne in das dritte Währungspaar für heute gehen. Und zwar habe ich hier für Sie einen Blick in den Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken geworfen. Geben Sie mir kurz einen Augenblick. Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken. Da ist er. Das Ganze natürlich auch wieder hier als erstes im Blick zum Tageschart hinein. Ich zoome das mal kurz etwas kleiner, was wir hier haben. So, damit wir etwas mehr sehen. Wir haben hier im Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken aktuell eine Situation, wo wir sehen, wir haben einen Tageschart, der sehr, sehr, sehr weit nach unten gelaufen ist. Das heißt, wir stehen hier in einer sehr weiten Bewegung innerhalb dieses abwärtsgerichteten Trends und sind jetzt in einen Bereich reingelaufen, in den wir sozusagen hier unten um die Marke, um den Kursbereich von, was haben wir hier? Lassen Sie, schauen wir mal nach. Wir haben hier ungefähr den Kursbereich von 0,67266. Das war ein Bereich, wo der Markt historisch schon häufig reingelaufen ist, um dann wieder nach oben zu drehen. Passiert das jetzt hier wieder,
Das heißt, kommt es hier kurzfristig zu einem Abprall aus diesem Muster hier unten raus, aus dieser Unterstützung, dann hätten wir das Potenzial, ein Stück weit nach oben zu laufen. Da schauen wir ganz gerne natürlich auch wieder auf die vorliegenden Tageshochs. Und da haben wir um die Bereiche von 0,67, 9,70, 0,68, 1,14 und hier oben dann bei 0,68, 4,03 einige Anlaufpunkte, wo ein Rebound sozusagen stattfinden könnte, der uns hier reinzieht. Da brauchen wir dann natürlich untergeordnet wieder entsprechende Trendverläufe. Das schauen wir uns gleich an. Ich würde nur, bevor ich das mache, gerne noch den weiteren Bereich hier anschauen. Da mache ich mal ganz kurz den Wochenchart an, dass wir hier etwas mehr sehen. Schauen Sie, wir haben hier in der Woche, im Wochenchart, da kommen diese Bereiche hier unten aus. Wir haben hier einige Wochentiefs, die auch in der Nähe liegen. Das heißt, wenn diese Marke hier doch brechen sollte, dann wäre es auch möglich, dass wir in diese Wochentiefs hineinlaufen, um die, wo haben wir es, die 0,66, 9,66, beziehungsweise dann hier unten die 0,66, 3,42. Die wären dann doch durchaus ansteuerbar, auch wenn das schon weit gelaufen ist, der Markt hier, muss man sehen, wenn ein Bruch kommt und extreme Schwäche in den Markt reingeht, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass sowas passiert. Im Normalfall ist es so, dass weit überdehnte Bewegungen irgendwann wieder einmal in die Korrektur einsetzen und das ist dann der Punkt, den wir hier auch sehen. Dann dreht die Stunde vom Prinzip her in die Gegenrichtung um und macht dann einen Aufwärtstrend. Und das ist das, was man hier sehen kann. Wir flachen halt hier in der Stunde mittlerweile auch leicht ab. Das heißt, da muss man dann auch in die kleineren Trends schauen. Und wenn man mal sieht, was hier jetzt passiert, sehen Sie, hier unten haben wir, ich mache das mal noch etwas größer, damit mehr zu sehen ist, ziehe das mal etwas weiter auseinander. Hier haben wir den Bewegungsverlauf. So, und hier sehen wir, dass dieser Bewegungsverlauf so langsam Stück für Stück abflacht. Das heißt, wenn wir sowas in den Charts auch beobachten, dann macht es Sinn, dass wir auch mal noch eine Zeiteinheit kleiner rutschen, damit wir diese Trendverläufe besser sehen. Das heißt, das, was wir hier in der Stunde gesehen haben, ich zeichne das mal ganz kurz ein, das heißt, wir hatten hier ja entsprechend die letzte Korrektur gefolgt von dieser Bewegung hier nach unten. Das heißt, wir haben hier oben um diesen Kursbereich hier, das ist die falsche Linie, die wollte ich nicht haben. Warten Sie, ich lösche das gleich mal. So, wir haben hier in diesem Kursbereich, in diesem Hochbereich, den markanten Punkt liegen, wo wir drüber müssen, dass dieser Bereich, dieser Abwärtstrend gebrochen wird. Und wenn wir uns das Ganze mal in den 15 Minuten anschauen, dann sehen wir hier in den 15 Minuten natürlich auch den Abwärtslaufbereich. Und hier sehen wir jetzt schon, wie der Markt so langsam, aber sicher auch nach oben läuft. Und das wäre dann der Bereich, wenn der Markt hier tatsächlich hochgeht, jetzt aus der Korrektur dann irgendwann rausgeht, wie tief die auch immer laufen mag, und dann rumdreht. Das wäre dann ein erstes Szenario, dass ein Rebound stattfindet. Und das kann man dann im kurzfristigen Bereich sehr schön zum Traden nutzen. In den kurzfristigen Bereich legt man ja die Ziele auch etwas näher. Das heißt, wenn wir hier oben rübergehen, dann sehen wir im 15-Minuten-Chart auch interessante Anlaufpunkte. Das heißt, das wäre jetzt erstmal das erste Level, wo wir drüber müssten, was ich hier eingezeichnet habe. Und schauen Sie, jetzt haben wir hier in diesen Kursbereichen, die ich hier mal ganz kurz markiere, doch einige Dinge, die wir sehen können im Chart, wo wir ranlaufen könnten und kurzfristig halt Stück für Stück nach oben laufen können. Wie ich schon gesagt, das ist jetzt einmal der 15-Minuten-Chart, den wir hier haben, aus dem heraus wir dann diesen Rebound beginnen können zu treten. Gucken wir dann in die Stunde, sehen wir, wo wir hier in der Stunde entsprechend auch ranlaufen. Das heißt, das wären die nahen Kursziele. Wenn sich diese dieser Rebound dann auch noch in den Tag hinein verschiebt, dann wäre es halt, wenn das ein sehr, sehr kräftiger Rebound wird, dass wir dann entsprechend die Anlaufbereiche im Tag hier mit reinnehmen könnten. Und damit hätte ich auch das dritte Währungspaar für den heutigen Tag, für die heutigen Handelsideen auch mit angeschaut. Schauen wir doch dann entsprechend gleich einmal auf die Nachrichten für die nächste Woche. Aber an dieser Stelle schaue ich nochmal ganz kurz in den Chat hinein. Ich sehe gerade keine Frage. Wenn irgendetwas unklar ist, wie schon gesagt, scheuen Sie sich nicht, stellen Sie ruhig die Fragen hier genau in den Chat rein. Wir sind ja dafür da, dass wir das alles miteinander auch betrachten können. Also schauen wir doch mal, was die nächste Woche so bringt. Die Tagesnachrichten für heute haben wir ja gesprochen. Dann machen wir jetzt einfach mal einen groben Blick in die wichtigsten Nachrichten der kommenden Woche. Wir haben nächste Woche Montag in Europa
um 9.45 Uhr das Thema, um 9.55 Uhr das Thema Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Heißt also, hier bekommen wir wichtige Informationen aus diesem Bereich, was uns ein wenig Auskunft geben soll und kann entsprechend über die, ja, die Sachlage, wie sie ist, wie entsprechend die Einkaufsmanager das Ganze sehen. Wir haben ja schon gemerkt, dass es sozusagen ja, in manchen Bereichen manchmal schon dazu kommt, dass wir etwas Bremsspuren in den Märkten auch sehen. Das heißt, dass diese Beschränkung oder dieser Disput mit den USA in Bezug des Handelsstreits schon erste Bremsspuren in den Märkten auch hinterlässt. Und das sind dann Dinge, wo jetzt der Markt auch ganz genau hinschaut, was aus diesen speziellen Indizes auch rauskommt, wie das Ganze sich entwickelt. Und das kann dann natürlich auch immer Einflüsse auf die entsprechenden Indizes haben. Das heißt, hier ist dann ganz wichtig, dass wir mal sehen, was macht denn der DAX dann daraus, beziehungsweise der Euro-Stoxx 50. Um 16 Uhr gibt es dann am Montag den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Wichtig, nächste Woche ist zu wissen, in den USA am 4. Juli ist der Unabhängigkeitstag, das ist ein Feiertag, da sind die Börsen geschlossen und weil der Mittwoch geschlossen ist, ist es so, dass am 3., also am Dienstag sozusagen, der Markt in den USA nur einen halben Tag hat, das heißt, die Börsen schließen hier entsprechend um 13 Uhr, das heißt, wir können mal nächste Woche ganz geschmeidig mit einem deutlich niedrigeren Handelsvolumen rechnen, zumindest in der ersten Wochenhälfte, mal schauen, was dann die zweite Wochenhälfte bringt, aber das sind meistens so Wochen, wo das Handelsvolumen etwas kleiner ist. Das muss jetzt nicht negativ für die Bewegung an den Märkten sein. Es kann auch sehr, sehr schöne Bewegung geben. Das muss man einfach mal sehen, was hier rauskommt. Meist ist ja die USA die, sage ich mal, die Nation, die auch an den Märkten groß eine Richtung vorgibt. Aber wenn die nicht da sind, dann machen die Märkte ihr eigenes Ding und das bringt uns häufig auch immer mal in die Situation, schöne kurzfristige Bewegung zu sehen, die den einen oder anderen dreht. An dieser Stelle auch möglich machen. So, dann kommen wir zum Donnerstag, der 5. Juli. Da gibt es aus den USA Informationen. Um 14.15 Uhr geht es um das Thema ADP. Beschäftigungsänderungen. Um 16 Uhr gibt es den ISM Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung vom Monat Juni. Es gibt um 17 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Die kommen ja sonst immer mittwochs, die kommen jetzt hier am Donnerstag. Wir hatten ja in dieser Woche einen sehr, sehr starken Rückgang. Hier ist es auch mal drin. Mal sehen, wie es nächste Woche geht. Eine Prognose steht jetzt hier noch nicht drinnen. Und dann gibt es am nächsten Donnerstag um 20 Uhr das FOMC-Sitzungsprotokoll. Und am Freitag wieder Nachrichten aus den USA um 14.30 Uhr, die Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft für den Monat Juni und die Arbeitslosenquote für den Monat Juni wird dann nächste Woche Freitag auch noch veröffentlicht. Das also die wichtigsten Nachrichten für die nächste Handelswoche und damit gehen wir weiter in die Charts wieder hinein. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal einen großen Blick in die Charts des der großen Wirtschaften. Das heißt, wir schauen uns mal den DAX an, wir schauen mal in die USA hinein, die großen Indizes dort an, also den Nasdaq, den S&P 500 und den Dow Jones. Wir gucken uns mal den Euro an und wir werfen auch mal einen Blick in das WTI, beziehungsweise gerne auch in den US-Dollar, japanischer Yen, weil hier gibt es immer wieder Korrelationen zu den Bewegungen am US-Aktienmarkt. Und das schauen wir uns einfach direkt einmal an. Ich nehme hier mal ein neues Chartfenster. Warten Sie, nehmen wir das. Mache ich groß und dann würde ich sagen, beginnen wir einmal mit dem DAX. Wenn übrigens hier jemand eine Frage hat, einfach reinschmeißen in den Chat. Wir gucken uns den in den Chat. Wir gucken uns den Chat sehr, sehr gerne an. Ilmar, schön, dass du auch dabei bist. Einen schönen guten Tag. Freue mich auch, dich hier im Webinar live begrüßen zu dürfen. So, und damit direkt in den Chart vom DAX hinein. Ich hatte es angekündigt, wir beginnen mit dem deutschen Aktienindex und schauen uns hier
Ja, mit verwunderten Augen mag der ein oder andere denken, als wir vor einer Weile drüber gesprochen hatten, sah die Welt noch schön aufwärts gerichtet aus. Aber es hat sich in den letzten, ja, Handelstagen bzw. in den letzten 2 Handelswochen doch einiges verändert hier. Ich lege auch mal noch den gleitenden Durchschnitt, den wichtigen 200er gleitenden Durchschnitt in den Markt noch mit rein. Ich nehme einfach mal den einfachen 200er Tagesdurchschnitt. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil der für viele, viele Marktteilnehmer jetzt in dieser Phase doch etwas an ja, Bedeutung gewinnt. Es ist halt ein Punkt, um den der Markt immer mal wieder dreht. So heißt, die Situation, die wir jetzt haben, ist natürlich, was wir hier sehen, massiv und sehr, sehr, sehr deutlich nach unten abwärts gerichtet. Also wir hatten ja hier, ich zeichne das Ganze auch mal ein, wir hatten hier sehr schön eine Bewegung nach oben, die sich untergeordnet auch sehr schön in einem Aufwärtstrend gegeben hat. Wir haben hier schöne Hochs gefunden. Wir hatten dann entsprechend wieder eine Korrektur bis in diesen Bereich. Das ist auch alles wirklich in Ordnung gewesen. Das war alles sehr, sehr schön. Dann haben wir hier die Korrektur gehabt in diesem Bereich hier oben rein. Und der Markt hat hier vorher rumgedreht. Das ist teilweise ein normales Verhalten gewesen, aber was wir dann gesehen haben, war halt nicht so schön, weil schauen Sie sich mal diesen untergeordneten Trend an, den wir hier laufen hatten. Das war natürlich hier der Bewegungstrend. Und damit konnten wir schon langsam sehen, mit Bruch dieses Trends, oh, jetzt wird es gefährlich, jetzt läuft der Markt in eine weite, tiefe Korrektur hinein. Das war auch geschuldet in einem Gleichlauf mit den Nachrichten, mit den negativen Nachrichten, die wir am Markt hatten, Richtung Handelsstreit, Richtung politischer Dinge hier bei uns in Deutschland. Das war also nicht schön. Das heißt, diese Marke hier hat uns schon gezeigt, wir müssen hier mal ein bisschen vorsichtig sein an dieser Stelle. Ich mache das mal ganz kurz rot, weil es ein Achtungsbereich sozusagen gewesen ist, dann ist auch noch dieses Tief hier unten unterschritten worden. Das heißt, das zeigt uns alles an, okay, jetzt geht es erstmal deutlich tiefer. Die Marke der 200er-Tage-Linie wurde auch wieder deutlich unterschritten und jetzt sind wir hier, Sie sehen selbst, das ist jetzt kein Hexenwerk zu sehen, dieser schöne Aufwärtstrend hier ist erstmal ja kaputt gemacht worden. Durch diese ganz, ganz starken Kursrückgänge. Wir sind gestern sogar an die wichtige Marke von 12.100 Punkten oder rangegangen. Das sind ja immer so psychologisch wichtige Marken, die wir hier haben. Heute sehen wir hier eine Gegenbewegung vom Markt auch. Es ist halt abzuwarten, wie das Ganze sich auswirkt. Für die kurzfristigen Trader unter Ihnen, also für die Intraday-Trader, ist es natürlich immer sehr, sehr spannend zu sehen, was jetzt hier passiert. Kommt es hier nach diesem starken Rückgang tatsächlich zu einem Rebound? Dann haben wir natürlich hier für das kurzfristige Trading auch das, was man heute in den Markt auch legen kann. Schauen Sie mal, wir haben hier das Tageshoch von gestern sozusagen liegen und relativ nah dran auch noch das Tageshoch von vorgestern. Das heißt, wenn wir die Volatilität der letzten Tage auch erhalten bekommen haben oder erhalten, wenn uns diese Volatilität erhalten bleibt, dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, dass wir im kurzfristigen Bereich auch diese Punkte nach oben anlaufen. Auf der Unterseite sieht das bei dieser Volatilität an den Märkten natürlich auch so aus, dass natürlich auch die Unterseite hier als Anlaufpunkt mit da bleibt. Das heißt, wir haben jetzt hier im kurzfristigen Bereich mal oben, wenn der Rebound, der jetzt hier schön grün nach oben läuft, uns erhalten bleibt, dann haben wir hier oben die 12.376 Marke und die 12.440 Punkte Marke entsprechend über uns am Markt liegen für das kurzfristige Trading. Wenn es dann deutlich weiter nach oben geht, natürlich hier diese Anlaufpunkte, die ich hier in Rot auch markiert habe, die liegen dann auch im Chart. Ansonsten, wenn die Korrektur jetzt nicht so lang anhält, wie schon gesagt, geht die Unterseite weiter. Das heißt, das Bild hier in diesem Chart deutlich abwärts gerichtet. Für diejenigen von Ihnen, die sich das auch immer mal anschauen, nach solchen starken Moves nach unten, kommt es dann auch immer mal wieder zu einem Rücksetzer. Das heißt, wir könnten hier durchaus auch etwas Korrektur nach oben sehen, innerhalb dieses starken Moves nach unten. Das heißt, wir haben jetzt hier ja noch keinen Trend nach unten, sondern wir haben diesen übergeordneten Trend gebrochen, beziehungsweise ist der hier jetzt rausgegangen. Hier haben wir natürlich schon einen laufenden Abwärtstrend, der jetzt natürlich weit in seiner Bewegung steht. Heißt also, wenn man dieses Muster hier nimmt, warten Sie, ich nehme mal das ganz kurz raus hier,
So, wenn man dieses Muster hier sozusagen nimmt, dann hat man hier natürlich einen bestehenden Abwärtstrend auch in diesem Bereich, hier, den wir jetzt schon am Laufen haben, ne? Wir haben jetzt hier fallende Hochkurse und wir haben fallende Tiefkurse. Das sind natürlich Anzeichen für einen Abwärtstrend, der hier definitiv im Markt momentan steht, im größeren Bereich sozusagen. Im kleineren Bereich haben wir jetzt hier sehr, sehr schön die Bewegung nach unten, die wir auch sehr schön in der Stunde sehen. Das heißt, mit Blick in die Stunde, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, um den kurzfristigen Bereich auch rauszubekommen, was wir hier momentan sehen, haben wir sehr, sehr schön. Ich muss es doch mal noch etwas kleiner machen, dass wir etwas mehr Historie sehen, dass wir hier sehr schön den nach unten gerichteten Markt haben. Wir laufen hier runter, tief nach unten, haben wir den Spike nach unten gehabt, sind jetzt quasi in der weiten Korrektur dieses Abwärtsmarktes. Und wenn der Markt uns hier das Zeichen gibt, wir drehen wieder nach unten, dann wäre das natürlich das Signal, dass die Stunde ein Abwärtssignal generiert, das dann aus den kleineren Zeiteinheiten für das kurzfristige Trading sehr schön nach unten genutzt werden können. Also das sind auch Punkte, die stehen durchaus für die nächste Woche dann auch da. Läuft der Markt, schauen Sie, wir haben hier diese wichtigen Marken auch drinnen liegen, die der Markt heute durchaus noch anlaufen kann, ohne diesen abwärts gerichteten Markt hier zu beeinflussen. Da haben wir jetzt ja die 12.376 und die 12.440er Marke da. Wenn wir hier oben drüber gehen, ist dieser Abwärtstrend erstmal gebrochen. Das wäre dann ein Zeichen, dass wir einen etwas weiterlaufenden Rebound bekommen, also eine Erholung sozusagen innerhalb dieses Marktes. Und da liegen dann auch wichtige Marken hier in diesen Bereichen. Das heißt, schauen Sie, wir haben es hier. Mach's mal in einer anderen Farbe. Ich mache es mal in grün als Anlaufpunkte sozusagen auf die Oberseite hinaus. Wir haben dann, wenn wir uns den Stundenchart mal anschauen, einige interessante Hochbereiche liegen, wo man sagen könnte, okay, da könnte der Markt tatsächlich hinlaufen und Käufergruppen abholen. Das sind Marken, die wir hier aus dem Chartverlauf sehr, sehr schön auch erkennen können und dann entsprechend für unsere Trading-Ziele mit in den Markt hineinlegen können. Also alles in allem momentan eine Lage für den kurzfristigen Bereich, wenn der Rebound kommt, den Aufwärtstrend zu traden. Das heißt, wir nehmen dann die Handelssignale nach oben. Für diejenigen von Ihnen, die sagen, gut, okay, wir lassen den Markt jetzt einfach mal nach oben laufen und schauen, wann er wieder runterdreht, ist das natürlich ein sehr, sehr schöner Indikator. Also Sie sehen, hier können wir innerhalb dieses Charts sehr, sehr viele verschiedene Handelssysteme auch anwenden, die natürlich immer wieder Spaß machen, wenn wir hier auch mal reinschauen und das mal ganz kurz größer zu zoomen. Diejenigen von Ihnen, die entsprechend auch das Thema dieses Range-Tradings nutzen, was wir diese Woche Dienstag in dem Live-Trading auch noch miteinander besprochen haben. Hier, diese Kerze war sozusagen wieder die Kerze, die uns die Richtung vorgegeben hat, also die Kerze von entsprechend 8 bis 9 Uhr, beziehungsweise 9:05 Uhr hier. Und da hat also heute diese Range-Breakout-Strategie nach oben hin sehr, sehr, sehr schön funktioniert. Der Markt lief oder läuft momentan sehr, sehr schön nach oben. Und das ist natürlich eine wirklich spannende Geschichte. Gestern haben wir hier diese Kerze gehabt. Sie sehen es auch selbst. Das war nicht ganz so nett zu traden gestern. Diese Range-Ausbrüche. Also halt vom Prinzip her macht das Ganze Sinn, hier auch hinzuschauen. Heute funktioniert es wirklich in hervorragender Art und Weise. Also Sie sehen, viel, viel zu machen hier im Chart. Das übergeordnete Bild ist Short und ist auch momentan nicht zu erkennen, dass sich das kurzfristig ändern sollte. Damit würde ich sagen, schauen wir mal in den nächsten Markt hinein. Für diejenigen, die sich sagen, Mensch, ich trade gerne den DAX, war das jetzt die DAX-Besprechung. Wir haben auch immer wieder Trader, die traden sozusagen den kleineren Index, das ist der Euro Stoxx 50, haben wir ja auch einen Gleichlauf. Hier sehen wir ein ähnliches Bild. Heißt, wir haben jetzt hier entsprechend ebenfalls einen Abwärtstrend laufen im Markt. Wir sind hier auch deutlich unter der 200er-Tagelinie drangekommen. Heißt also vom Prinzip, wir sehen hier auch eine weit gelaufene Bewegung, die momentan auch wieder sehr schön korrigiert. Das sehen wir hier auch im Stundenchart und wir sehen im Stundenchart auch sehr, sehr schön, dass man hier auch diese Morning Ranges traden kann. Das heißt, wir haben jetzt hier im DAX und im Euro Stoxx 50 haben wir zwei Indizes, die einen sehr, sehr hohen Gleichlauf haben und doch für unterschiedliche Kontogrößen auch sehr, sehr gut miteinander arbeiten können. Das heißt, vielleicht kann man das auch dazu nutzen, dass man sagen kann, in diesem Bereich als so klassische Idee, dass man sagt, okay, wer sich jetzt im DAX beispielsweise nur einen Kontrakt pro Trade leisten kann und dann halt sozusagen oder leisten möchte vom Risikoverhältnis her und dann halt sagt, okay, ich kann halt nur mit diesem einen einzigen Wert traden, schauen Sie doch mal rüber zum Euro Stoxx 50. Der kostet entsprechend deutlich weniger. Wir haben eine Punktewertigkeit von 3.410. Der DAX ist ja deutlich über 12.000 momentan noch. Das heißt,
Hier haben wir eine viel, viel kleinere Kontraktgröße, sodass Sie hier beispielsweise zwei oder drei Kontrakte innerhalb dieser Trading Range traden können und mit den gleichen Risiken arbeiten können, aber nach oben hin sich leichter aus dem Markt heraus manövrieren können. Das heißt, dass Sie auch mal Teilgewinne mitnehmen können und trotzdem sagen können, ah, interessant, jetzt haben wir hier Teilgewinne mitgenommen, aber wir haben eine Position, die noch weiterlaufen kann. Das könnte spannend werden für den einen oder anderen in Richtung Trading-Strategie. Und das ist natürlich dann der Bereich, der hier wirklich interessant ist, wenn man sich den kleineren Index mal anschaut, weil die haben halt wirklich einen sehr, sehr hohen Gleichlauf, der Euro Stoxx 50 und der DAX 30. Das liegt einfach daran, dass sehr viele Werte aus dem DAX 30 auch im Euro Stoxx 50 drinnen sind und aus diesem Grund kommt dieser starke Richtungs- oder diese starke Richtungsgleichentwicklung und das kann man natürlich als Trader auch nutzen. Wie schon gesagt, hier haben wir die Situation eines schön aufwärtsgerichteten Marktes in der Stunde. Wir haben halt hier schon in der Stunde auch einen schönen Aufwärtstrend, das sehen wir ja auch hier. Heißt also Bewegung, Korrektur, Bewegung, das sind alles die Dinge, die wir hier schon da haben. Wir hatten hier auch über die Nacht, beziehungsweise gestern, Sie sehen hier diese leichte Trading Range. Hier haben wir die Bewegung gehabt, kurze Korrektur und dann heute halt direkt zum Handelsauftakt diesen schönen, starken Move auch nach oben. Und das sind natürlich interessante Dinge, die wir hier in diesem Index sehen. Das große Bild, wie schon gesagt, weiterhin nach unten gerichtet. Aktuell sehen wir hier die Korrektur und diejenigen von Ihnen, die beispielsweise schauen, okay, wann sind denn hier gute einstiegsreiche Bereiche in den Korrekturen? Wer jetzt sagt, okay, ab 50-60% oder Sie nehmen sich die klassische Fibonacci Retracements kann man hier natürlich reinlegen, um dann zu sehen, okay, wo könnten denn Umdreher kommen, das Ganze hier zu sehen, aus der Korrektur dann sozusagen wieder in die Abwärtsrichtung zu traden, das ist natürlich hier innerhalb des Trends immer wieder gut zu machen. Ich trinke mal ganz kurz etwas Wasser. Und dann wechseln wir hier in den nächsten Markt, wo wir gerade beim Markt sind. Schauen wir uns mal den US-Markt an. Ich würde mit dem US 30, also dem Dow Jones hier beginnen. Im Dow Jones hier auch wieder das Bild im Chart mit dem 200er-Tage-Durchschnitt gegeben. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, der 200er-Tage-Durchschnitt hat hier schon das einige Mal, ein oder andere Mal dafür gesorgt, dass der Markt nach oben gelaufen sind. Wir sind jetzt hier zum dritten Mal sozusagen unter die 200er-Tage-Linie gelaufen. Was ist diesmal anders? Tja, wir haben diesmal einen Trendbruch vorher gehabt. Ne? Sehen Sie, wir hatten hier sozusagen die vorletzte Bewegung, die letzte Korrektur, die letzte Bewegung und jetzt ist der Markt hier sozusagen deutlich unten drunter gegangen. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass der Markt doch sehr, sehr, sehr stark schwächelt im Moment. Das heißt, die Vorzeichen hier sind nicht ganz so grün. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Trendbruch auf dieser Seite nach unten laufend. Das ist schon nicht schön in diesem Moment zu sehen. Die Verkäufer sind momentan in der Überhand. Nach der starken Bewegung kann es hier durchaus jetzt zu einem Rücksetzer kommen und dann hier sozusagen über das Sommerloch hinweg nach unten zu laufen. Das heißt, hier sehen wir momentan, dass die Marktteilnehmer doch auch negativ reagieren auf das, was wir momentan an der politischen Marktlage sehen, was dort gemacht wird. Man sieht momentan auch erste Bremsspuren in der entsprechenden Wirtschaft. Erste US-amerikanische Unternehmen beginnen, Mitarbeiter zu entlassen. Das sind alles Dinge, das sind natürlich negative Auswirkungen von der aktuellen politischen Schiene und das spielen die Märkte momentan auch so ein bisschen. Heißt also hier auf Tagesbasis der Aufwärtstrend definitiv gebrochen. Dieses Tief hier unten, was ungefähr bei 23.970 Punkten liegt. Das ist jetzt hier der Marktpunkt erstmal. Jetzt sehen wir hier wieder etwas Gegenbewegung und wir werden sehen, wie weit das Ganze läuft. Was halt hier jetzt interessant ist, dadurch, dass hier dieser Bruch, dieser Trendbruch in so einer Art Fahnenstange nach unten gelaufen ist, macht es hier natürlich Sinn für diejenigen von Ihnen, die sich das Ganze im kurzfristigen Trading anschauen, einfach mal die kleineren Zeiteinheiten anzuschauen, weil da sieht man die Trendverläufe sehr, sehr schön und Sie sehen halt hier, schauen Sie, das war jetzt die Bewegung nach unten auf Tagesbasis, wo man nicht wirklich viel im Trend gesehen hat. Und hier sehen Sie jetzt natürlich in der Stunde sehr, sehr schön die Trendverläufe nach unten. Und das ist halt sehr, sehr interessant, auch mit relativ hoher Volatilität. Also Sie sehen, wie weit hier entsprechend die letzte Korrektur auch mit nach oben gelaufen ist. Ich mache Ihnen das mal ganz kurz in einer anderen Farbe, dass wir das besser voneinander unterscheiden können. Das heißt, wir haben jetzt hier die letzte Korrektur gehabt und hier nach unten hin
wieder die Bewegung. Und jetzt ist es halt interessant für diejenigen von Ihnen, die im kurzfristigen Bereich traden, die können diese Sachen natürlich sehr schön auch für das Intraday-Trading benutzen. Warum? Weil wir innerhalb dieser Stundentrendbewegung auch Untertrends sehen. Und wir sehen jetzt hier, das mache ich jetzt für Sie mal etwas größer, einen aufwärtsgerichteten Markt. Sie sehen hier, die letzte Bewegung nach unten ist auch trendförmig gelaufen. Die ist jetzt gebrochen und es gibt hier an dieser Stelle untergeordnet mittlerweile auch einen Aufwärtstrend, der sich in der Stunde entsprechend gebildet hat. Und für diejenigen von Ihnen, die sich sagen, okay, wir handeln jetzt einfach mal in die Korrektur hinein, die können natürlich den Stundentrend dazu nutzen, dass der Markt hier nach oben läuft. Das heißt, wir handeln dann aus den kleineren Zeiteinheiten, aus den 5 Minuten beispielsweise, in die Stunde hinein. Das wäre möglicherweise ein Ansatz für diejenigen, die das mögen. Mir persönlich ist die Korrektur jetzt schon zu weit nach oben gelaufen. Das heißt, für mich kann ja immer wieder passieren, dass der Markt hier rumdreht und wieder Schwäche zeigt. Deswegen diese Korrektur für meinen Geschmack schon etwas weit gelaufen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich möchte Ihnen hier die Möglichkeiten zeigen, die entsprechend bestehen. Heißt also vom Prinzip, wir haben hier oben das letzte Korrektur hoch in diesem Markt gehabt. Der Markt ist jetzt weit in der Korrektur und erste Umkehrsignale sind dann für mich natürlich eher ein Zeichen zu sagen, okay, das ist jetzt ein Indiz dafür, dass der Markt tiefer läuft. Aber, und jetzt das Aber, es kann natürlich ganz gut sein, dass der Markt doch zu einer weiteren Korrektur ausholt und das wäre dann genau der Punkt, den ich auf Bezug des Tagesschatz auch sehen würde. Wenn der Markt zu einer weiteren Korrektur ansetzt, dann wäre es natürlich so, dass der Markt, der Stundentrend hier gebrochen wird und wir dann einen Lauf nach oben haben und dann kommt die höhere Zeiteinheit wieder hier ins Spiel. Heißt also vom Prinzip, wir sehen dann hier sozusagen den Markt nach oben laufen. Hier durch diesen großen Spike ist das natürlich sehr, sehr weit jetzt weg und das wären dann die Korrekturen, die wir hier entsprechend sehen und traden könnten und damit dann eben sozusagen die Stunde nach oben nutzen könnten. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben ja hier auch einen Kanal gehabt. Warten Sie, den zeichne ich Ihnen gleich mal an. Ich hoffe, ich überfrachte den Chart heute nicht für Sie zu stark, aber schauen Sie, wir haben hier den Trendkanal nach unten, wo die Stunde auch schön mit drinnen gelaufen ist. Ich muss es jetzt nochmal etwas ziehen hier, dass es auch sauber ist. Ich hoffe, ich bekomme es jetzt auf die Schnelle hin, so in etwa. Also ich habe jetzt mal grob dieses Bild gemalt, wo wir diesen Kanal nach unten hatten und immer dann, wenn so ein Trendkanal nach unten entsprechend auch nach oben verlassen wird, ist das hier erst mal ein Zeichen, dass der Markt eher nach oben läuft und für das kurzfristige Trading wäre es dann halt genau das aus der Stunde heraus, dass wir hier diesen Aufwärtstrend, der sich jetzt schon entsprechend hier gebildet hat, dazu nutzen können, hier aus dem Markt nach oben hin zu traden und dann hätten wir die Anlaufpunkte natürlich auf der Oberseite und wenn es dazu kommt, auch natürlich wieder schön die Frage zu beantworten, wer kauft nach uns und da sehen wir natürlich hier in diesem Chartverlauf der Stunde sehr, sehr schöne Punkte, wo wir entsprechende Orders im Markt auch platzieren können, wenn der Markt an dieser Stelle wieder an Stärke gewinnt. Also hier an dieser Stelle hier der Blick in den US 30. Schauen wir mal in den größeren Wert, in den S&P 500. Hier haben wir das Bild, dass der Aufwärtstrend noch intakt ist. Das heißt hier schön nach oben laufen dieser ganze Markt. Also Bewegungen, Korrekturen wechseln sich sehr, sehr schön hier im Markt ab. Die 200er-Tagelinie ist auch noch in keinster Weise irgendwo in Gefahr. Wir stehen momentan in einer sehr, sehr tiefen Korrektur. Das sehen wir auch hier, wie weit der Markt nach unten gelaufen ist. Die wichtige Marke ist hier dieses Korrekturtief, was wir hier aus dem Monat, wann war es gewesen, am 30. Mai, 29. Mai hatten wir das gehabt. Das lag im Bereich der 2676 Punkte Marke. Wir haben jetzt hier eine tiefe Korrektur gesehen, haben gestern hier eine schön nach oben laufende Kerze gehabt und diese Kerze wird nun natürlich auch bestätigt. Das heißt, wir haben jetzt hier, wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschauen, im übergeordneten Markt hier schön die Aufwärtsbewegung auch laufen. Wir haben jetzt schon einen Aufwärtstrend und wie schon gesagt, die Vortageskerze ist auch bestätigt worden. Ganz klar ist ja auch zu sehen, wir haben ja auch wieder eine sehr, sehr starke hohe Volatilität. Das heißt, dieses Umkehrsignal, was wir gestern gesehen haben, zeigt uns halt einfach, okay, in der Stunde gibt es jetzt einen aufwärtsgerichteten Markt. Wir sehen halt auch hier in diesem Chart schon, dass wir hier untergeordnet einen Aufwärtstrend haben. Na klar, hier oben dieser Punkt ist noch ein ganzes Stückchen weit weg. Das heißt, das sind dann die 2746er. Aber wer hier als Early Bird traden möchte, hat natürlich die Chance, dass wir sagen, okay, wenn der Markt hier positiv nach oben weiterläuft, dann könnten wir in der Stunde diesen Trendverlauf weiter nach oben sehen. Heißt, wir könnten hier auch sehr schön aus den Korrekturen heraus traden und das Umkehrsignal auf Tagesbasis nach oben am Laufen haben. Anlaufpunkte dann an dieser Stelle ist natürlich hier das
das Tageshoch vom 27. Das wäre mal der erste Punkt und danach die weiteren Hochs, die hier laufen, liegen könnten bei 2754 und dann hier oben bei 2765. Also ein paar Marken sind nach oben auch da. Wie schon gesagt, der S&P 500 hier, der US-Index, der noch innerhalb seines Aufwärtstrendes notiert. Schauen wir uns das ganze Bild mal im technologielastigen Index an. Da haben wir hier jetzt allerdings die Situation, dass wir hier ein etwas eingetrübteres Bild sehen. Wenn wir uns mal diesen letzten Trendschub hier anschauen, der ist jetzt hier rausgebrochen worden. Das heißt, unter dieser Marke hier, unter diesem Tief, was wir hier gehabt haben, ist der Markt runtergefallen. Deswegen mache ich das jetzt mal ganz kurz rot, weil das war eine wichtige Marke, die wir hier hatten. Das heißt, wir haben jetzt hier ja diesen Trend hier nach oben gehabt. Ich zeichne Ihnen mal kurz diesen letzten Trend, dieses Stückchen des Trendverlaufes ein. Mit seinen Bewegungen und seinen Korrekturen haben wir hier den Hochlauf gehabt und sind jetzt, Sie sehen es, ich mache es gleich etwas größer für Sie, unter das letzte Tief gelaufen und damit haben wir diesen Trend zumindest erst einmal gebrochen. Im großen Bereich ist dieser Markt auch noch im Aufwärtstrend begriffen, aber für den kurzfristigen Bereich ist hier erstmal auch die Luft etwas raus. Heißt also, wir müssen erstmal schauen, was jetzt hier passiert. Wir haben untergeordnet entsprechend auch den Trend nach unten laufen. Das heißt, hier sehen Sie in der Stunde auch ganz deutlich den Trendverlauf nach unten. Der ist definitiv da. Kurzfristig gab es jetzt hier diesen Rücksetzer. Heißt also vom Prinzip, schauen Sie mal hier unten, sind wir ja über dieses Hoch drüber gegangen. Wenn wir uns das in den Tageschart wieder anschauen, wäre das dann natürlich das Bild, dass wir diese Umkehrkerze, die sich hier gestern im Markt gegeben hat, auch bestätigt sehen. Aber auf Tagesbasis haben wir damit auch noch keinen Aufwärtstrend. Das heißt, wir haben jetzt hier, was wir hier sehen, die Gegenbewegung zu diesem Markt entsprechend. Und das ist natürlich hier ein Zeichen wieder für die kurzfristigen Trader, ist das sehr, sehr interessant. Für diejenigen von Ihnen, die beispielsweise im nebenberuflichen Bereich lieber die Tagescharts traden, ist das jetzt hier eine Sache, wo wir noch trendlos sind und erst einmal abwarten müssen. Das heißt, vom Prinzip her brauchen wir hier eine Bestätigung, was der Markt jetzt macht. Das heißt, entweder wir haben jetzt hier die Bewegung nach unten gehabt, es gibt die Gegenbewegung und der Markt dreht dann noch etwas weiter nach unten und es bildet sich ein entsprechender Abwärtstrend. Oder aber wir sehen hier, dass sich innerhalb des Tages nicht ein Abwärtstrend bildet, sondern dass wir jetzt nach oben laufen, dann vielleicht etwas korrigieren und dann untergeordnet wieder einen Aufwärtstrend machen. Das sind die Dinge, die können hier in Zukunft passieren. Aktuell ist hier etwas abzuwarten, was passiert. Wir haben hier oben einen wichtigen Widerstandsbereich, an den der Markt ohne weiteres ranlaufen kann. Aber mit Blick auf diesen Trendverlauf hier ist dieser Trend erstmal gebrochen und wir müssen hier etwas abwarten, was passiert. Also Sie sehen, als im kurzfristigen Bereich tendiert der Markt mittlerweile aufwärts. Wir haben hier einen starken Rückgang gehabt. Jetzt haben wir die Gegenbewegung. Da muss man sehen, was daraus wird. Auf der anderen Seite kommt es zu einem Trendrücksetzer oder einem Rücksetzer. Dann wäre natürlich der Markt nach unten wieder gerichtet und es könnte eventuell zur Entstehung eines Abwärtstrends kommen. Also wir haben jetzt hier auch wieder einen Markt, der weder Fleisch noch Fisch ist. Von der Seite her im mittelfristigen Bereich eher etwas Vorsicht walten lassen. Im kurzfristigen Bereich kann man natürlich sehr, sehr schön diese Rücksetzer bzw. diese Gegenbewegung zu starken Abwärtsbewegungen dazu nutzen, hier die Trades in den kleineren Zeiteinheiten zu suchen. Und hier haben wir halt sehr, sehr schön auch die Bewegungen und Korrekturen, die wir sehen. Und wenn wir uns das mal im 5-Minuten-Chart anschauen, dann sehen wir hier natürlich auch sehr, sehr schön, wann das Ganze rumdreht. Wenn wir uns mal diese Trendverläufe anschauen, Sie sehen es, warten Sie, ich zeichne sie mal kurz über die Stunde ein. Wir haben halt sozusagen jetzt hier entsprechend in der Stunde den Markt gehabt. Ich zeichne immer das letzte Stückchen hier ein. Das war die Aufwärtsbewegung. Das mache ich jetzt mal schnell noch in einer anderen Farbe, damit wir das dann in den 5 Minuten besser sehen können. Ich nehme hier mal wieder die Farbe Schwarz, ne? So, damit wir etwas Kontrast haben. So, dann haben wir hier die Abwärtsbewegung gehabt, die nach unten gelaufen ist, bis hier unten rein. Und dann sehen wir hier nach oben hin im Stundenchart sozusagen hier Bewegung. Dann haben wir entsprechend nach unten hin Korrektur gehabt. Dann hatten wir die Trendentstehung nach oben hin. Dann hatten wir wieder etwas Korrektur, die hat sich hier etwas seitwärts bewegt. Dann den Ausbruch entsprechend auf der Oberseite bis hier oben hin. Dann hatten wir hier wieder etwas Korrektur gehabt und jetzt läuft der Markt hier nach oben. Und wenn wir uns das Ganze mal in den 15 oder auch in den 5 Minuten anschauen, dann sehen Sie natürlich auch die Bewegungen und die Korrekturen innerhalb dieser Trendbestandteile in der Stunde. Und da sehen Sie sehr, sehr schön, wo der Markt uns anzeigt, jetzt gehen wir wieder rein. Na, hier gab es dann halt untergeordnet diese Aufwärtstrendbildung. Das wären dann Marken gewesen, wo man reingehen. Hier wieder eine Aufwärtstrendbildung. Also das sind dann die Dinge, wo wir sehen können, wo wir aus den kleineren Zeiteinheiten wieder
reingehen können und das ist dann natürlich sehr gut zu nutzen für die Trader von Ihnen im kurzfristigen Bereich, die dann sozusagen die Stunde als Richtungsgeber nutzen, um zu schauen, wie bilden sich die Trends. Dann können Sie im Tag schauen, wo hier, oh, jetzt sehen wir hier an dieser Stelle gar nichts mehr im Chart, warten Sie, ich mache das mal kurz etwas sauber, wo hier natürlich interessante Hochpunkte im Tageschart liegen. Das heißt, wir haben hier die Anlauflevel der Tageshochs auch liegen. Also hier bleibt das Ganze sehr, sehr spannend und für jeden Trader-Geschmack ist etwas dabei. Also so viel hier zum Thema des technologielastigen NASDAQ 100 aus den USA. Hier das Kürzel US-Tech. Dieser Bereich ist jetzt da. Und dann habe ich Ihnen ja gesagt, wir schauen auf alle Fälle nochmal auf eine Korrelation zwischen dem US-Markt und einem Währungsmarkt. Und zwar ist das der US-Dollar-Yen. Warten Sie, ich muss es mal schnell raussuchen hier. Warum? Schauen wir hier einfach mal drauf. Wir haben hier einen Markt, der, sagen wir mal, Sie sehen es ja auch selbst, sehr, sehr gerne sozusagen mit dem entsprechenden US-Markt korrelativ entwickelt. Das heißt, wir sehen, wenn der US-Markt steigt oder fällt, sehen wir hier steigende oder fallende Bewegungen. Das heißt, der Gleichlauf. Es ist oft so, dass der Yen steigt, wenn der US-Aktienmarkt fällt. Und das ist etwas, wo man immer wieder gut hinschauen kann, um das Ganze miteinander zu sehen. Ich mache Ihnen das Ganze jetzt mal so auf, dass wir mal zwei Fenster miteinander haben, wo wir einfach mal den Yen und den S&P 500 nehmen. Oder hier nehmen wir einfach mal den Dow Jones. So, jetzt ziehe ich das mal ganz kurz rüber, dieses Fenster, dass wir mal diesen Gleichlauf sehen können und das mal ganz kurz beachten können, weil diese Korrelation ist nicht immer vorhanden, aber sie ist von Zeit zu Zeit vorhanden. Und wenn wir als Trader sowas natürlich sehen, dann macht es natürlich Sinn, das auch auf dem Schirm zu haben, was wir hier machen können. Das ist gerade für das kurzfristige Trading sehr, sehr interessant. Und wenn Sie sich das mal anschauen, hier diese Bereiche, jetzt muss ich das nur mal hier oben noch etwas größer zoomen, dass wir das Ganze haben. Schauen Sie sich mal an, hier die letzten Tage unten im US 30 waren halt abwärts gerichtet. Und hier haben wir dann die Korrelation wieder gehabt, dass dieser Yen nach oben mitgekauft wurde. Das heißt, wir haben hier die Abwärtsdynamik gehabt. Und schauen Sie sich das Ganze mal an, in dem Moment, wo der Dow hier nach unten gelaufen ist, hat sich hier dann sozusagen diese Aufwärtsdynamik entwickelt. Wir haben jetzt untergeordnet hier einen Aufwärtstrend im US-Dollar-Yen und einen abwärtsgerichteten Markt im US-Bereich. Und das sind Korrelationen, die können Sie immer sehr, sehr schön nutzen, um hier auch im kurzfristigen Trading-Bereich unterwegs zu sein. Das heißt, wenn beispielsweise hier im US-Markt, im US-Aktienmarkt starke Abwärtsdynamik ist und Sie sehen, ah, jetzt spielt der Markt das Ganze, dass wir ansteigen, dann wäre das natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, was der Markt hier entsprechend im US-Bereich macht, beziehungsweise im Yen-Bereich. Das heißt, bringen wir den Markt in die Situation, dass der US-Markt fällt und die Korrelation zum Yen dazu führt, dass in dieser Zeit die Preise steigen, dann ist es ein Blick wert, um zu schauen, wie kommen wir hier denn über die kleineren Zeiteinheiten in diese Dynamik, in diese Gegendynamik entsprechend auch rein. Und so können wir ein sehr, sehr schönes Portfolio entsprechend mischen. Das heißt, wir wären dann sozusagen im US-30 Short und im japanischen Yen Long unterwegs und das macht dann natürlich Sinn, um hier das Portfolio sehr, sehr schön und interessant zu gestalten. An dieser Stelle bin ich mit den meisten Werten jetzt auch durch, habe für heute keine weiteren Charts auf der Agenda. Wenn Sie mögen, schaue ich mir gerne noch den ein oder anderen Chart mit Ihnen gemeinsam an. Ich schaue gerade mal in den Chat, da haben wir momentan keine weiteren Fragen. Entsprechend hoffe ich, dass Ihnen der Einblick hier ein wenig gefallen hat. Wenn Sie mögen, schauen Sie ruhig nächste Woche wieder rein. Um 8 Uhr in etwa gibt es den Blog-Eintrag auf der Seite von Tickmill und dann ab der nächsten Woche beginnen wir mit unserem morgendlichen Webinar schon um 8.30 Uhr, um Sie etwas besser auf die Märkte vorzubereiten. Das heißt, dass wir dann zum Marktstart auch allesamt bereit sind, die Trades, die wir hier besprechen, möglicherweise auch mit einzugehen. Also an dieser Stelle nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein sehr schönes, entspanntes und auch erholsames Wochenende. Also gestalten Sie es, wie Sie es gern mögen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, Ihr Mike Seidel.